Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Geldwäschebekämpfung ist Kriminalitätsbekämpfung. Warum? Wenn Max als Drogenhändler Heroin und Crystal Meth in die Schülerinnen und Schüler in Berlin am Prenzlauer Berg verkaufen, dann nimmt er dafür Geld ein. Und dieses Geld nutzt er, um Immobilien hier in Berlin illegal zu erwerben, weil es illegales Geld ist. Und er hat die Immobilie bis dato bar bezahlt. Und uns als Großer Koalition war es wichtig, hier ein klares Signal zu setzen. Und ich freue mich, dass das Finanzministerium dem Wunsch nachkommt und in der Verordnung festschreibt, dass, wenn eine gewisse Bargeldobergrenze erreicht ist und mit einem Geldkoffer eine Immobilie bezahlt wird, wie das Max bis dato gemacht hat, dann muss der Notar eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgeben, damit diese Kriminalität bekämpft werden kann. Jährlich werden 100 Milliarden Euro in Deutschland an kriminellen Geldern gewaschen. Deswegen sagen wir, wir müssen hier einen Riegel vorschieben. Und dieser Riegel funktioniert auch mit dem Transparenzregister, weil Transparenz gehört dazu. Aber klar, als Große Koalition haben wir uns auch im parlamentarischen Verfahren dazu entschieden, die ehrenamtlichen Vereine, 500.000 Stück, die gemeinnützig engagiert sind und im Transparenzregister eingetragen sind, von der Gebühr beim Transparenzregister zu befreien, weil Ehrenamt muss gestärkt werden und nicht bestraft werden. Wir haben weiterhin die Zugriffsmöglichkeiten, das ist mein zweiter Punkt, den wir durchgesetzt haben, der Behörden gestärkt. Wir haben auch Richtung Bundesrat, der heute leider nicht vertreten ist, deutlich gemacht, dass, wenn jemand in sicheren Dateien, also wenn Terrorverdächtige in sicheren Dateien wie ein Anis Amri als Terrorattentäter auf dem Breitscheidplatz geführt wird in Länderdateien und er beispielsweise unterschiedlichste Prepaid-Karten mit sich führt und eine Meldung an die FIO geht, dann muss die FIO wissen, dass es ein Terrorattentäter ist. Und deswegen ist es richtig, dass eine Information an die Ermittlungsbehörden und an die FIO erfolgt aus den Länderdateien. Und hier haben wir uns durchgesetzt, weil hier geht Sicherheit vor Nachsicht von einzelnen Interessen. Wir brauchen auch eine gemeinsame Kraftanstrengung. Und wir haben deutlich gemerkt, dass die vielen Verpflichteten, Steuerberater, Autohändler, aber auch Finanzämter, aufgrund der Fülle, die sie den ganzen Tag zu bewältigen haben, gar nicht alle Fallkonstellationen von Geldwäsche auf dem Fokus haben. Und deswegen haben wir uns in der Großen Koalition dazu durchgerungen, ab 2024 jeden einzelnen Verpflichteten sich online registrieren zu lassen bei der FIO, damit die Korrespondenz, damit es einen besseren Datenaustausch gibt, damit der Autohändler weiß, dass ein Hartz-IV-Empfänger kein Ferrari fahren darf, weil Sozialleistungsmissbrauch ist auch eine kriminelle Tat und deswegen muss eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgegeben werden. Und das ist der richtige Weg, den wir hier gehen. Und für uns ist weiterhin klar, und das ist der vierte Punkt, den wir durchsetzen konnten: Wer in Deutschland investieren will, muss nach deutschen Spielregeln spielen. Jede GmbH, jeder Verein muss in Deutschland im Transparenzregister eingetragen werden und es muss klar sein, wer dahinter steht. Kommen ausländische Investoren, dann war das bis dato nicht klar, wer dahinter steht. Und wir als Große Koalition haben gesagt, was für deutsche Unternehmen gilt bei einem Immobilienerwerb, muss zukünftig auch für ausländische Investoren geben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel machen. In meinem Wahlkreis, die Stadt Annaburg, hat regelmäßige Investoren aus Bulgarien, die Blöcke dort kaufen. Und keiner weiß, wer hinter dieser Kapitalgesellschaft aus Bulgarien steht. Ab Januar nächsten Jahres wird es so sein, wenn der ausländische Investor nicht seine Hosen runterlässt und sagt, wer hinter dieser Kapitalgesellschaft steht, dann wird es ein Beurkundungsverbot vom Notar geben, weil klar ist, wer auf dem deutschen Spielfeld steht, spielt nach deutschen Regeln. Und dann komme ich zum fünften Punkt. Max ist auch Fußballfan und hat bei der Weltmeisterschaft 2006 mitgefeiert und die Welt zu Gast bei Freunden gefeiert. Und da, vor 13 Jahren, gab es nicht mal das alte iPhone, das erste. Das kam später. Wir müssen jetzt, Müller, ja? Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Meiser? Ja, gerne. Okay.
Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Es geht jetzt bei dem Punkt auch darum, tatsächlich gleiche Spielregeln zwischen deutschen Banken und Sparkassen und Beispiel Apple und Co. im Zahlungsverkehr zu ermöglichen. Jetzt habe ich gelesen, dass es im Finanzausschuss eine Unterbrechung bei der Abstimmung gab an diesem Punkt, weil die US-Botschaft und Apple an diesem Punkt im Kanzleramt interveniert hätten. Und mein Kollege De Masi wurde ja auch sehr scharf vom US-Botschafter kritisiert dafür, dass er das öffentlich gemacht hat. Jetzt meine Frage, wenn das zutrifft, halte ich das wirklich für empörend. Stimmt das so, wie ich das dargestellt habe? Und falls ja, wie bewerten Sie das eigentlich als frei gewählter Abgeordneter, dass es eine solche Intervention in einem parlamentarischen Ablauf gibt? Herr Meise, vielen Dank für Ihre Frage. Und ich danke auch, dass die Frage von Ihnen kommt, weil sie berechtigt ist. Diese Frage ist deswegen berechtigt, weil wir uns über das Selbstverständnis als Parlamentarier klar sein sollten. Das Parlament hält sich eine Regierung und nicht andersherum. Die Parlamentarier sitzen auf dieser Seite des Hauses und bestimmen die Gesetze. Und eins ist klar, und ich kann Ihnen nicht sagen, was im Kanzleramt abgelaufen ist, ich war selber bei dieser historischen gestrigen Sitzung dabei. Aber eins ist klar, wir hier in Deutschland bestimmen die Gesetze im Deutschen Bundestag und lassen sie uns von niemandem vorschreiben. Und wenn das heute durchgeht, dann schaffen wir Waffengleichheit zwischen Großkonzernen aus Amerika und China mit unserer deutschen Finanzwirtschaft, Sparkassen und Volksbanken. Und wenn das durchgeht, dann hat dieses Parlament Rückgrat bewiesen und dann ist das eine Sternstunde der Demokratie im Deutschen Bundestag, weil wir uns nicht die Feder führen lassen von anderen Großkonzernen. Und ich weiß, und das möchte ich abschließend sagen, dass bis zur letzten Minute Kolleginnen und Kollegen diesen hohen Hauses hier belästigt werden in Größenordnung von Herrschaften, von Rechtsanwälten, um die Absetzung dieses Tagesordnungspunktes verlangt haben. Und das werden wir nicht zulassen. Wir werden diese zweite und dritte Lesung durchführen, um Waffengleichheit zu schaffen zwischen deutschen Sparkassen, zwischen deutschen Volksbanken, zwischen deutschen privaten Banken und Internetkonzernen aus Amerika und China. Und danke für Ihre Frage, weil das ist das Selbstverständnis für uns. Gleiche Waffen, gleiche Spielregeln auf deutschen Märkten wie auf internationalen Märkten. Herzlichen Dank. Nun haben Sie mir meinen letzten Punkt fast weggenommen, lieber Herr Kollege. Herzlichen Dank dafür. Wir schärfen hier deutlich nach. Wir sagen, 100 Milliarden Euro sind 100 Milliarden Euro zu viel pro Jahr. Und deswegen ist es richtig, Geldwäschebekämpfung ist Kriminalitätsbekämpfung. Und lassen Sie uns das Thema nachschärfen. Dafür sind wir da. Und wir sind der Souverän. Das Wort hat Dr. Florian Tomka für die FDP-Fraktion.